Du nennst sie Freunde, Leute, die dir wichtig sind. Doch sind es Leute, denen du in Wahrheit egal bist. Wunderst du dich dann, wenn all deine Taten zu Staub zerfallen? Aber stellst du dir nicht manchmal die Frage, das ist deine Mutter, deine Schwester oder deine Tochter sein könnte, mit der du dich vergnügst? Glaubst du wirklich, dass bei Allah deine Herkunft oder dein Blut zählt? Alles, was du siehst, sind Gaben, mit denen er dich prüft. Wie kannst du also mit Stolz erfüllt sein? Wie kannst du also erhobenen Hauptes durch die Welt schreiten, wenn doch nichts von dir kommt? Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, La yadkhulul Jannah